Hallo, ich hatte heute einen Livestream und habe das letzte Bundle praktisch wie versprochen auch nochmal angespielt, drei schöne Spiele gezockt und da hat mir doch ein Zuschauer tatsächlich mitgeteilt, dass ich ein Bundle vergessen habe, ein wichtiges Bundle. Und das stimmt. Und jetzt mache ich das. Deswegen läuft es schon ein bisschen, aber es läuft immer noch eine ganze Woche. Das ist diesmal kein Humble Bundle, das ist diesmal bei Fanatical. Verlinke ich euch hier unten drunter und das Ganze nennt sich Sanctuary Bundle. Und was daran so toll ist, das sehen wir gleich. Sanctuary. Im Prinzip 8 Spiele oder 8 Produkte, aber im Prinzip nur 5 Titel. Das ganze Ding kostet 5 Euro für alles, 4,99 € und ich muss sagen, ja, ich hatte ein bisschen was davon schon. Das wird natürlich wie immer dann auch verlost, klar. Aber das, was ich nicht hatte, das lohnt sich wirklich. Und wir fangen einfach mal vorne an. Das erste, was ich nicht hatte. Ich habe inzwischen, obwohl ich da kein großer Fan von bin und noch keins davon gespielt habe, eine große Sammlung an Warhammer 40k Spielen und auch von Warhammer Spielen, ja, die beiden Vernetides und so weiter. Und Warhammer 40k Sanctus Reach ist das erste. Ihr werdet merken, ich habe den Ton diesmal nicht ausgeblendet, weil beim letzten Bundle ist mir wieder dieser Fehler passiert, dass ich den Ton bei den letzten Spielen einfach drin gelassen habe, das nicht gehört habe und deswegen war ich nicht mehr zu hören. Ist mies, machen wir nicht mehr. Deswegen jetzt das Intro, also das Video immer so ein bisschen leise im Hintergrund. So. Das ist ein Strategie, ein rundenbasiertes Strategiespiel, ist mit sehr gut bewertet, ist vom Januar 2017. Viel mehr kann man dazu nicht sagen. Das heißt, schönes Warhammer 40k Strategiegeballer. Und da das Tabletop ja auch im Prinzip ein Strategiespiel ist, soweit ich weiß, ist das schon ziemlich nah am Original. Und es sieht sehr solide aus. Ich weiß nicht. Also vielleicht sollte ich sowas irgendwann mal spielen. Oh, da gibt es auch ganz schön große Dinger. Genau das. Wie immer mit dem Heroismus, wie es bei Warhammer 40k immer ist. Viel Blut, viel Geschlachte und Krieg ist alles. Überhaupt nicht meine Einstellung, ganz klar. Aber auch ich spiele mal Spiele, wo es ein bisschen mehr Gewalt, zu Gewalt geht. Nur diese ganz schlimme Verherrlichung wie hier. Nicht mein Ding. Aber es ist Warhammer, zu Warhammer gehört das dazu. Und es ist dann schon ein Produkt, was man ja gerne haben kann und auch gerne mal anzockt. Und auch das werden wir tun. Jetzt schon mal eine kleine Ankündigung. Am Dienstag. Dienstag der, jetzt muss ich mal gerade schauen. Dienstag der 12. habe ich frei und werde um 15 Uhr einen Livestream machen, in dem ich halt eben diese Spiele aus dieser Serie, also aus diesem Bundle anzocke, wie bei dem letzten Livestream auch. Das wird dann später auch nochmal, also das läuft live auf Twitch und wird später nochmal als Mitschnitt bei YouTube hier auf diesem Kanal hochgeladen. Wenn ich das hier jetzt rausbringe, das Bundle, ist der erste Mitschnitt auch schon hochgeladen, den ich heute gemacht habe. Genau. So. Aber wie gesagt, das hatte ich noch nicht, also heißt es, das wird auch nicht verlost. Das nächste. Ja. Das ist ein, ich nenne es mal Doom-like. Und zwar Doom-like im Sinne von dem alten Doom. Also wirklich dem alten Doom. Ihr seht es. Auch wieder mit Ton. Von Night Dive. Ja. Das Ganze nennt sich. Oh, und von Atari. Nicht schlecht. Das Ganze nennt sich Blood Fresh Supply. Und ja, was soll ich sagen? Das ist. Selbst die Sounds, wie man jetzt auch gerade hört, hat auch schon seine Vorteile, erinnern an Doom, die Waffen irgendwie auch. Es ist sehr positiv bewertet. Ich hatte es noch nicht. Ist für 8,20 € so Single bei Steam zu haben. Und ja, 42 Level, wo man einfach mal kräftig durchballert. Da ganz toll die Spraydose mit dem Feuer und hier genau das ganze Turbo-Voodoo. Und die Monst das Monster-Design sieht auch ganz interessant aus. Wer solche Shooter dieser Art mag, also wirklich sehr, sehr Doom-like, ich denke mal super.
Das spielen wir nicht an, weil ich kann sowas gar nicht und verliere da sehr, sehr schnell die Geduld. Aber ich habe viele dieser Spiele in der Sammlung und haben sollte man sowas dann schon mal und vielleicht kann man sich ja auch mal schön damit abreagieren. Du bist der Typ mit der Knarre. So, das nächste, auch das spielen wir nicht an, weil es dem Ganzen sehr ähnlich ist, aber das hatte ich noch gar nicht auf dem Schirm. Es ist ein Best-of von zwei Spielen, die ich mag, die aber nichts für mich zum Spielen sind. Da gucke ich ganz gern mal rein. Und zwar, das Ganze nennt sich Redeemer und soll eine Mischung sein aus, da steht es auch gleich, God of War, was man hier schon deutlich sieht, und Hotel Miami. Ne, Hotline Miami, Entschuldigung. Und das heißt also, einerseits hat man diese heroische God of War-Figur, aber es ist eben nicht nur das, dass da ist noch kein Gameplay. Das Gameplay, genau, Hotline Miami. Das gleiche sieht man jetzt. Also es ist wirklich alles dabei, viel Gesplatter. Ich muss sagen, ich denke, das Spiel nimmt sich auch trotz allem nicht allzu ernst. Weil, naja, jemand den Arm ausreißen und die anderen damit verprügeln, das ist halt eben so ein Witzklassiker von Shootern, von Rollenspielen und so weiter. Das ist also absolut, ja, Dump. Genau, es ist völlig ohne Handlung, einfach reinsplättern. Und zum Abreagieren super. Ich bin für sowas nicht ganz geschickt genug, ein bisschen zu langsam, aber ich hab sowas gerne. Auch das, wie gesagt, hatte ich noch nicht. Also diese ersten drei Spiele, die behalte ich. Da wird nichts verlost. So, also, wir wissen jetzt, wir spielen am Dienstag Warhammer an. Warhammer Sanctus Reach, genau. So, und die beiden nächsten, die jetzt kommen, werden sowohl teilweise verlost als auch angespielt. So, jetzt kommt ein ganzes Franchise, das fast komplett hier drin ist. Und zwar The Walking Dead Telltale. Im Paket drin sind The Walking Dead, das Basisspiel inklusive dem Add-on 400 Days. Das hatte ich schon, das wird verlost. Dann Season 2 hatte ich auch schon. Wird also verlost. Und zusätzlich The Walking Dead Michonne. Und das hatte ich noch nicht und das behalte ich auch. Das heißt also, wenn ihr Interesse an The Walking Dead 400 Days, beziehungsweise Quatsch, wenn ihr The Walking Dead noch überhaupt nicht habt und ihr schreibt in die Kommentare, ich bin an The Walking Dead interessiert, dann gewinnt ihr, na, also beides. The Walking Dead, also alles drei. Walking Dead, 400 Days und The Walking Dead Season 2. Für den Fall, dass ihr zum Beispiel das Grundspiel und 400 Days schon habt, dann, ja, sagt Bescheid, schicke ich euch natürlich nur die Season 2. Trotz allem, The Walking Dead ist ein Gewinn und wer es haben will, der kriegt's. Wahlweise ganz oder halt eben nur den Teil, der ihm fehlt. Das da war jetzt auch der Trailer zu Season 2, weil es zu 1 und 400 Days nichts Ordentliches gab. Genau. Zusammen, das ist ziemlich krass. The Walking Dead, dieses Paket, diese drei Produkte, also The Walking Dead, Season 2, The Walking Dead und 400 Days und Michonne, zusammen 50 Euro wert. Ne? Das ist ganz schön krass. Und das Bundle kostet 5. Sind wir jetzt schon also bei 90% Rabatt. Wenn die anderen Spiele nicht wären, die ja auch noch einiges kosten. Ich sage nachher, wie viel es insgesamt ist. So, und jetzt kommt das letzte Spiel und auch da wird es wieder teilweise verlost. Und zwar ist es von 11-Bit Studios. Die haben solche Sachen wie Frostpunk gemacht. Oder auch sonst sehr viele Spiele, die einen nachdenken lassen, wo auch hinterher immer kommt, so ganz wichtig ist, Krieg ist scheiße und Faschismus ist scheiße und Entscheidungen zu treffen,
Leute zu opfern für das bessere Wohl und so weiter, ist alles Quatsch. Nicht Quatsch, sondern halt eben schlimm. Und das ist bei Frostpunk hervorragend herausgestellt, so wie leicht man auch mal faschistoide Entscheidungen trifft, um andere zu retten. Genau. So, und das Spiel hier, das soll sehr, sehr immersiv sein. Ich hatte es tatsächlich schon. Zack. This War of Mine, Final Cut. Das ist also praktisch It has been a long das road. Basisspiel. However, This War of Mine ist also ein all atmosphärisches stories must come to Survival-Spiel an end. im Krieg und zwar ganz unheroisch. Es ist sehr düster gehalten. Es sieht immer ungefähr so aus und du musst irgendwie versuchen zu überleben, deine Leute irgendwie durchzubringen und es ist einfach extrem unschön. Die Charaktere werden einem sehr nahe gebracht und das Ganze ist, ja, wie gesagt, realitätsnah. Ja, du hast ein zerbombtes Gebiet und du musst es irgendwie schaffen. Und das spielen wir auf jeden Fall auch an, genauso wie The Walking Dead, das Grundspiel natürlich erstmal. Und hier steht zwar schwer dabei, aber trotz allem, ich muss es ja nicht durchspielen. Ich wollte es auf jeden Fall mal angespielt haben. Das heißt, also am Dienstag wird auch das zu sehen sein, wenn ich mir ein bisschen Zeit nehme. This War of Mine und das gibt es zusammen mit dem Season Pass. Der Season Pass, das sind drei neue Episoden und alle weiteren, die noch rauskommen, wenn da noch was kommt. Das heißt also, das ist nochmal ein Produkt für 7 € dazu. Was dann immer noch fehlt und was ich auch noch nicht habe, ist The Little Ones. Das heißt, das Ganze speziell ausgelegt auf das, was machen Kinder im Krieg. Und das soll einen ganz schön böse durchschütteln. Also emotional ist das keine leichte Kost, aber ich freue mich drauf. So, das war's auch schon. Wenn wir jetzt denken, das waren jetzt Spiele und DLCs insgesamt für 127 €. Wie gesagt, eine kleine Verlosung. Also, wer das Grundspiel, ach genau, das Grundspiel von This War of Mine hatte ich, das verlose ich. Und diese drei von vier Produkten bei The Walking Dead verlose ich auch. Das heißt also, wie immer, unter das Video schreiben: Hallo, schönes Video, irgendwas, ganz egal. Ich habe Interesse an This War of Mine oder an The Walking Dead. So. Und das war schon. Es ist diesmal, wie gesagt, nicht Humble, sondern Fanatical. Ich verlinke es. Ich verlinke auch den Link zu meinem Twitch-Profil, wenn dann am Dienstag der Livestream kommt. Und das hat diesmal sehr schön geklappt. Es waren einige von euch da. Wir haben ein bisschen gequatscht. Und ich habe ein bisschen was gezockt. Das war zum Teil sehr käsig und zum Teil wirklich, wirklich gut. Könnt ihr euch anschauen. Lade ich also jetzt auch gleich hoch. Ja. Und wie gesagt, am Dienstag gibt es den Stream hierzu. Ich würde mich freuen. Bedanke mich fürs Zuschauen. Achso, das Gewinnspiel läuft wie das andere jetzt noch laufende von Choice bis zum 1.6. Alle Kommentare bis dahin werden berücksichtigt. Und wenn ihr den Kommentar schreibe ich auch immer drunter, ob ihr im Lostopf seid und nochmal ein Kürzel. Das ist für mich später zur Auslosung, dass ich das auch irgendwie ziehen kann. Wenn da irgendwas steht wie 1K oder 1X oder sonst irgendwas, nicht weiter drüber nachdenken. Das bedeutet für euch nichts. Das ist nur, dass ich dann später bei der Verlosung über das Random Org halt eben da alles ordentlich machen kann, damit es fair und gerecht zugeht. Gut, danke fürs Zuschauen. Und genau, natürlich ein Abo dalassen, von mir aus auch Glocke, finde ich toll, weil es sind ja aktuelle Sachen. Das heißt also, in der Woche ist das Video hier nichts mehr wert. Ich meine, außer ihr seid eher nicht, ne? Also, alles klar. Ich bedanke mich und wünsche euch auf jeden Fall noch einen schönen Tag und macht's gut.